Ja, hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich auch schon im Hintergrundbild erkennt, dann möchte ich neue Sektion oder Abteilung oder Abschnitt zum Kanal hinzufügen, um für euch eventuell Ungarn interessanter zu machen. Wie ihr schon hier oben seht, da steht ja Fragen von euch, Fragen an Ungarninfo.de. Dort könnt ihr sie also hinschreiben und wenn ich sie beantworten kann, werde ich dies natürlich tun. Sollte ich sofort keine Antwort haben, werde ich mich versuchen, schlau zu machen und sollte ich gar nichts herauskriegen, schreibe ich euch und teile dies aber euch auch mit. Aber wir werden natürlich bemüht sein, alle Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Auf diese Idee bin ich gekommen, weil mir ein Ehepaar aus Deutschland eine Mail geschickt hat. Ja, eine ziemlich lange Mail, mit dem sie was beschrieben haben. Und ich muss sagen, dann so ein bisschen hat mich das auch an unsere Auswanderung nach Ungarn erinnert, weil da war ein Satz mit dabei. Bisher waren wir noch nie in Ungarn, möchten es aber gerne ändern, sobald es uns möglich ist. Genauso erging es uns vor 2008, besser gesagt 2016 fiel bei uns auch die Entscheidung und wir waren auch ja vorher noch nie in Ungarn. Und ihr braucht doch keine Angst zu haben, dass ich da irgendwelche speziellen persönlichen Sachen von euch hier mit erzählen werde. Nein, es geht ja hauptsächlich dann um die Frage zu beantworten. Natürlich jetzt wie in diesem Brief dann, ich hoffe, da wird er nichts dagegen haben, dass zumindest euch eure Vornamen anspreche, damit ihr weißt, dass es um eure Frage geht. So, und damit ihr auch wisst, um was es geht, dann, dieses Ehepaar möchte nach Ungarn auswandern, war aber noch nie in Ungarn, möchten aber in einer Stadt wohnen, also auch mit einer guten Infrastruktur. Puh. Aber weil sie sagen, man möchte ja auch mal ein Eis essen gehen oder eine Tasse Kaffee trinken gehen, ohne dass man gleich mit dem Auto los muss. Und das in der Stadt, in der, ich sag mal, klein, für uns ist es ja eigentlich eine Kleinstadt, in der wir hier leben, Marzahn mit 12.000 Einwohnern. Und wir haben ja zum Beispiel hier eine sehr gute Infrastruktur. So, und das Ehepaar möchte natürlich auch, sie möchten also nach Ungarn auswandern, sind sich aber noch nicht ganz schlüssig, ob das für sie Sinn macht. Und zwar geht es dabei um Folgendes: Sie möchten dann zwar hier gerne leben, möchten aber ja noch auch gerne auf Reisen gehen. Das heißt also, dass auch für längere Zeiten mal das Haus oder egal was es ist oder Wohnung mal unbewohnt ist. Natürlich gibt einen dann, sage ich mal so, wie eine Kleinstadt wie unsere hier, einen dann die Sicherheit oder zumindest mehr die Sicherheit, dass wenn man hier schon lebt und wohnt, dass einem, wenn man wegfährt, nicht gleich die, ich sag's jetzt mal so, die Bude ausgeräumt wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann schon sehr gering gegenüber natürlich, wenn man in einem kleinen Dorf wohnt und da vielleicht sogar noch außerhalb. So, und die Frage war jetzt natürlich, ist das realistisch oder würdest du uns von diesem abraten, nach Ungarn zu gehen? Das kann man eigentlich so pauschal gar nicht beantworten. Ich sage mal, uns erging es ja genauso, wenn man das Land natürlich nicht kennt. Ja, sollte man wenigstens schon mal kurz vorher einmal da gewesen sein und sich die Gegend etwas anschauen. Es ist doch am Anfang etwas, ja, teilweise, ich sage jetzt mal, gewöhnungsbedürftig. Es sind also nicht so wie in Deutschland. Man muss da schon so ein bisschen differenzieren dann. Also das Beste ist immer, man guckt sich die Gegend erstmal an, wo man eventuell hin möchte. Und wenn man dann sagt, okay, das ist ein Ort oder diese Gegend, die sagt uns zu, hier, das kann ich, ein Leben kann ich mir hier vorstellen, dann muss man halt auf die Suche gehen, entweder nach einem, ja, Objekt, einem Haus, was man
vielleicht ja, haben möchte. Und wenn es natürlich dann aufgrund, sag ich jetzt mal, altersbedingt ein kleineres Grundstück sein soll, ist es natürlich in der Stadt die Wahrscheinlichkeit größer, als wenn es etwas außerhalb liegt. Und auch die Möglichkeit für eventuell, sage ich jetzt mal, um ein größeres Fahrzeug, jetzt wie zum Beispiel jetzt Wohnmobil, einen Stellplatz zu finden, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß genug, um da einen Stellplatz zu finden, wo man weiß, hier steht es sicher, ja, hier kann ich es ruhig mal stehen lassen dann. Die nächste Frage, die ja auch mit war, oder besser gesagt die Information war, es gibt also auch ein Haustier. Und gerade wenn man dann eine Wohnung ja anmieten möchte, ist es natürlich immer Sache des Eigentümers, der die Wohnung vermietet, ob er sagt, okay, bei mir sind Haustiere willkommen oder bei mir nicht. Das, ich denke mal, das kann man so pauschal nicht beantworten. Was Tiere betrifft oder Haustiere, Hund, speziell jetzt Hund betrifft, den Vorteil habt ihr hier. Hier zum Beispiel bezahlt er keine Hundesteuer. Um jetzt vielleicht für euch auch den richtigen ja, Ort oder die richtige Gegend zu finden, solltet ihr euch mal ganz einfach bei Google die Landkarte anschauen und euch mal eine spezielle Gegend raussuchen, dann einen speziellen Ort raussuchen und dann ja die Karte vergrößern, so dass ihr alles vom Ort angezeigt bekommt, was dort vorhanden ist. Weil ihr kriegt hier angezeigt, ob da Lebensmittelgeschäfte sind, Ärzte sind, Krankenhaus ist und so weiter. So könnt ihr am einfachsten herausfinden, ob die für euch gewünschten ja, Gegebenheiten vor Ort vorhanden sind. Und was ich vielleicht euch noch ja, sagen kann, wie es hier in Ungarn ist, eigentlich sind die Ungarn den, ich sage jetzt mal, auch den deutschen Auswanderern eigentlich relativ gut aufgeschlossen. Und natürlich gehen sie hin und beobachten einen erstmal, was sind das für Menschen, passen die zu uns? Das ist normal, das dauert so circa 2-3 Monate und dann kommen so die ersten Kontakte zustande. Natürlich hilft es einem umso mehr, wenn man vorher sogar schon hingeht und versucht zumindest ein paar Wörter Ungarisch zu lernen. Tja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Also ich muss sagen, wir haben für uns selber bis jetzt das Leben hier in Ungarn noch nicht bereut. Natürlich den einen oder anderen, da sagt man, okay, da möchte ich weniger Kontakt zu haben. Oder wie sagt man so schön, die Spreu trennt sich sowieso irgendwann vom Weizen. Aber das Leben selber hier, es ist wesentlich entschleunigter, entspannter. Wie sagt man hier so schön in Ungarn so richtig alles schön? Loschon. Schön langsam und mit Ruhe. Ja, und auch eure Bedenken, jetzt solltet ihr euch vielleicht doch für ein Haus entscheiden, wo ja dann auch die Möglichkeit wäre, sage ich mal, euer größeres Fahrzeug mit abzustellen. Und was die Pflege vom Grundstück betrifft, es gibt so viele, ich sag mal jetzt, Personen und Menschen hier, die ihre diesbezüglich Grundstückspflege und sonst irgendwas zu guten, normalen Preisen anbieten. Tja, dann hoffe ich mal, dass ich euch mit diesem kleinen Video euch ein wenig geholfen habe, um eure Entscheidung zu erleichtern. Ach so, das Bild, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist zum Beispiel eine Luftbildaufnahme hier von Marzali. Tja, das soll es dann jetzt auch erstmal gewesen sein. Und solltet ihr Fragen haben, einfach eine E-Mail an diese Adresse schicken. Und dann, ihr seht ja, kommen so die Antworten, die dann eventuell auch anderen Zuschauern von unserem Kanal, also bitte ein Like und abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Und ja, sozusagen erstmal für die nach Ungarn kommen, herzlich willkommen und weiterhin für alle anderen ein schönes und gesundes Leben in Ungarn. Ciao!